Ja, und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed wieder. Letztens wollten wir mal zu den, also wir haben zumindest darüber geredet, mal zu den Pyramiden zu gehen. Warum nicht? Kann man mal, trotzdem mal machen, auch wenn wir dabei ups gehen. Achso, ich sag mal, wollten wir hochschieben. Warum nicht, ne? Okay, alles markiert. Ah, wenn dieses Plus in der Mitte kommt, dann haben wir alles markiert. Kann das sein? Ja. Dann haben wir echt alles markiert. Okay. Hm, wir gehen lieber zu Fuß. Da vorne ist der dicke. Dicke Mannschafter. Gebt den Weg frei! Von allen guten Geistern verlassen. Oh, hier. Wieso sind die hier langgeritten, Mann? Super. Jetzt kommt auch noch ein Handelsschiff. Mir klar, dass da welche drauf sind. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Du schwimmst hier nicht weg! Ich sammle die Truppen! Hey, wer war das? Hey, Tim! Wieso? Ganz mäßig. Sollen wir uns da noch den Dicken? Die zwei trainieren da, alles klar.
Nichts. Wir sollten uns trotzdem vorsehen. Das sehe ich mir mal an. Was ist das? Nix. Schon tot. Gut, hätten wir das auch. Wunderschön. Oder ist noch irgendwas? Die sind alle so weit weg jetzt neuerdings, ne? 3000, 4000, ja. Obwohl die zwei sind relativ nah. Okay. Sollte hinterher. Gegner scheinen da jetzt keine zu sein. Oh. Amosis? Ja? Heute gibt es ganz frische Muscheln. Mein Name ist Bayek. Ich komme von Hakuf. Er braucht deine Hilfe als Jeskas Freundin. Ich bin ganz Ohr. Seit Jeska tot ist, benötigt Hakuf einen treuen Agenten, der die Menschen sicher aus Sephetos Reichweite bringt. Tot? Ihr zwei seid nicht ganz auf dem Laufenden. Jeska lässt sich doch nicht von Sepheto erwischen. Sie ist dem Feuer entkommen. Was? Wo ist sie? Sie ist auf dem Fluss. Mit einer Feluke voller Vorräte für die Leute, die sie gerettet hat. Sie hat die gefährliche Route in den Südwesten genommen, vorbei an den Nilpferden, um Sephetos Augen zu entgehen. Wenn du der Küste folgst, findest du sie. Oh, super Tipp. Die Küste ist frei von allem. Oh, Entschuldigung. Okay.
Hängt hier fest. Verfluchte Wasserschweine! Hilf mir, sie zu vertreiben! Drüben haben wir auch noch eins bekommen, oder? Okay. Wie nennt man dich? Bayek. Freut mich, Bayek. Ich bin Jeska. Wie bist du hier gelandet? Hab mich verlaufen. Nahm die falsche Strecke. Was ist denn falsch daran, Sefetus Patrouillen auszuweichen? Was weißt du von Sefetu? Haku hielt dich für tot. Aber du lebst. Er braucht deine Hilfe. Hilf mir, die Vorräte in mein Dorf zu bringen. Dort sind viele auf mich angewiesen. Danach reden wir. Okay. Hast du ein neues Boot? Weil meins ist stecken geblieben. Anders, der hier fährt. Woher kennst du Hakuf? Ich wurde von einem Mann zu ihm geschickt, dem ich verpflichtet bin. Ich glaube, dass wir gemeinsame Ziele haben. Tja, er ist ein großer Mann. Obwohl es in Sais von selbsternannten großen Männern wimmelt. Aber Hakuf hat ein gutes Herz. Er kümmert sich um die Stadt und die Menschen. Ja, er schützt sie vor Feiglingen wie Sefetu und dem Skarabäus. Ich habe viele Familien aus Sais herausgebracht, um sie zu beschützen, wie die arme Venis und ihren Sohn. Alle, die sich Sefetu widersetzen, lässt er einfach verbrennen. Ich finde es sehr mutig, von dir andere Familien zu beschützen. Wenn du meinst. Ich verstecke sie in meinem Dorf, bis wir eine Karawane organisieren können, die sie durch die Wüste bringt. Dafür brauchen wir Proviant und Medizin. Wie hast du überlebt? Sefetus Männer brachten mich zur Festung Nikio, wo sie mich gefoltert haben. Ich habe ihnen ins Gesicht gespuckt. Als sie dachten, sie hätten mich... Bei den Göttern! Sefetu ist hier! Was? Wo? Sefetus Männer brennen alles nieder! Bleib hier. Ich kümmere mich um sie. Ja, hier waren wir doch schon. Es ist getan. So viele Leben zu Asche verbrannt. Ist noch jemand übrig? Wir müssen schnell sein. Es kommen noch mehr. Hast du das gehört? Ja. Pentu! Oh Götter! Unglaublich, du lebst! Ich lasse dich nicht zurück! Ah!
Meine Vettern haben einen Hof in der Nähe. Vielleicht ist der noch sicher. Hilf mir, Pentu dorthin zu bringen. Natürlich. Ich nehme ihn. Mal sehen, ob der Typ dann auch wieder so rumzappelt oder dann liegt es irgendwie am Pferd. Ist das quasi ein Pferdeback? Oh nee. Wow. Klar, die laufen jetzt zu lange. Pentu verdankt dir sein Leben. Das war nichts, was du nicht auch getan hättest. Er verdankt dir sein Leben. Aber das war bestimmt noch nicht alles. Nein. Diese Hunde werden uns sicherlich weiterjagen. Ich rede mit Hakuf. Wir müssen einen Weg finden, Sefetu zu uns herauszulocken und auszuschalten. Ich kann deine Leute nicht aus der Dua zurückholen. Aber ich helfe dir, dein Dorf zu rächen. Ich hab schon eine gute EP. So, jetzt gucken wir gleich mal rein. Ausrüstung. Dann haben wir hier wieder was Neues. Lootenbeitrag für Adrenalinregeneration. Cool. Feinde zu vergiften, Gegner dann hier anzustecken. Den schnellen Zeitenwagen kaufen, okay. Ja. Schaden aller Hilfsmittel, okay. Aller Nahkampf. Aller Bögen. Na, da bräuchten wir dann 3 EP.
Also drei so Punkte. Wie geht das? Achso, Quest ist ja vorbei. Ich muss Hephaestos Bogenschützen in Sais ausschalten. Sie sind seine Augen. Mitzi. Erstmal die links, die drei. Dann die anderen. Dieser Ort wird schwer bewacht. Geh nicht in den Laden. Oh, nein, nein, nein. Warten wir, bis er sich wieder herstellt. Ich werde einen Hey, es gibt Ärger! Was? Bin gleich da! Durchhalten! Merkwürdig. Verdammt, stimmt was nicht. Guck mal der jetzt. Hey! Du hättest nicht herkommen sollen! Oh, die klingen heute voll rein. Okay. Da habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der Typ sich. Ja. Ist runtergeht. Nufura hat gesagt, sie packen ihre Sachen und ziehen nach Letopolis. Sie wollen die Reise riskieren? Das sagte sie. Ihr Hof ist gescheitert. Sie wollen dort neu anfangen. Unternehmer, Wanderer, sucht nicht hier nach Trost. Macht euch auf den Weg in das sagenumwobene Letopolis. Letopolis ist ein wahrgewordener Traum. Was? Da draußen ist doch was.
Geh dich mal umsehen. Pass auf, ich will kein Messer im Rücken. Dort eine ruhmreiche Zukunft. Ein Ort der Hoffnung. Ein Leuchtfeuer in finsteren Wüstennächten. Bededuk ani chayet. Nun ist Leon Jedian. Karsucha! Ägyptischer Wurm! Du stirbst! Die kämpfen immer für irgendwas. Solange sie freudestrahlend dafür sterben, soll's mir recht sein. Hier kommt keiner leben. So viel zu Sephetus' Augen. Oh. Sephetus' Augen sind hinüber, würde ich sagen. Okay. Ja, dann haben wir es auch schon wieder soweit, ne, Leute. Nächste Quest können wir nochmal gucken. Was haben wir hier? Geschick. Was? Ah, nee, nicht Geschick. Geschmack ihres Stichs. Ja. Tatort, manchmal, okay. Lügen können wir noch machen. Ja. Achso, Ausrüstung haben wir schon wieder was Neues. Ja, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dahin, ciao, ciao.